Willkommen bei Teil 3. Viel Spaß! Wie es sollte die Sexualität vom Vater weitergegeben werden? Das ist eine sehr provokant heiße Frage insgesamt. Aber es gibt ja so ein bisschen auch Urvölker, die da sehr pragmatisch mit diesen Dingen auch umgehen, mit der Sexualität. Wie sollte aus deiner Sicht heute in der westlichen Welt ein Vater in Sachen Sexualität und dieses sexuelle Wissen auch seinem Sohn weitergeben? Die würde ich auf zwei Arten beantworten, die Frage. Zum einen, das passt ganz schön zu meiner letzten Antwort, wo ich von Primärsystemen und so weiter gesprochen habe. Mhm. Und ja, auch die Sexualität gehört für mich zu den Ursystemen des Menschseins. Mhm. Sexualität ist ja ein Wort, das erst später kam, aber eben Sex haben oder ist etwas ganz, ganz Urtriebliches, mhm. ja, wie wir alle wissen, also trieblich. Und dass es ein Urtrieb ist, der ja auch eine große Bewandtnis hat. Mhm. Nämlich, das ist schon auch ein absolutes Wunder. Das ist der Urknall des Menschseins, insofern, dass mhm. tatsächlich aus zwei Menschen ein neuer Mensch entsteht. Ja, wenn man sich reinzieht, ist ja wirklich abgefahren. Ja, mhm. Also um sich das mal wieder ganz bewusst zu machen. Das ist die ultimative Schaffenskraft und kreative Kraft der Menschen und auch des Universums. Da entsteht mhm. neues Leben aus der Symbiose, aus dem Verschmelzen von zwei Menschen. Ja. Mhm. Das heißt, das passiert mit Genitalien, die sich ineinander schieben, ja, mhm. Bei Menschen. Und das ist eben das, was wir dann, ohne dass wir Kinder zeugen, dann häufig machen. Und das ist dann Sex und Sexualität und alles, was jetzt daraus geworden ist in unserer mhm. Jetztzeit. Aber in ursprünglich ist das die Verbindung der ultimativen Energien. Ja. Ja. Und darauf besinne ich mich immer wieder, auch wenn ich mit Sexualität in meinen Workshops und so weiter umgehe. Ja. Mhm. Und jetzt zum Vater diesbezüglich. Der Vater, habe ich vorhin schon angedeutet, ist einer der Erstmentoren, ja, der, mhm. wenn man so will, auch Entscheidende, gerade wenn er da ist oder eben nicht da ist und so weiter. Mhm. Und das Thema Sexualität, ja, im Grunde ist es schön, wenn der Vater dem Kind alles beibringt im Sinne oder ihm Informationen dazu gibt, mhm. wie er sich gestalten kann. Ja. Mhm. Und gerade bei Sexualität, da ist ja dann wirklich ein Unterschied zwischen Mann und Frau. Ja. Also das mhm. ist eine andere Bauweise da unten, obwohl wir uns in vielen anderen Sachen, ne, Menschen sind Menschen, da gibt es tatsächlich auch viele Sachen, die gleich sind, aber da, mhm. gerade da unten, ja, so bei unseren mhm. Genitalien sieht man es ja immer am deutlichsten, ja, ja. Dass es Unterschiede gibt und dass da auch anderer Umgang und auch andere Hormone, also auch was dann aus diesem, jetzt beim Jungen aus diesem Hoden entspringt, an hormonellem, an Umgebungen, wie sich das Hirn in diesem Hormoncocktail entwickelt mhm. und so weiter. Also dass es da einfach Unterschiede gibt, die vielleicht manchmal nicht so groß sind, wie sie manchmal gemacht werden, ja. aber trotzdem schon sehr, sehr entscheidend sind. Ja? Und gerade beim, ja, das ist, macht einen Unterschied beim Kinderkriegen, ob jetzt zwei Männer oder zwei Männer, zwei Frauen oder ein Mann und eine Frau im Bett sind, die das Kind zeugen wollen. Mhm. In der einen Weise geht es und in der anderen eben nicht. Ja. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Also das ist bedeutsam, ja, auf dieser ja. Ur-Ur-Ebene. Ja. Und damit arbeite ich. Und wenn ein Vater seinem Sohn das beibringt oder da ihm halt Sachen drüber erzählt oder ihm auch sagt, hey, so und so funktioniert dein Penis und das kann man damit machen und so würde ich dir raten, dass du damit umgehst und schau doch mal dahin und sei doch bitte da in der Form achtsam, sei bitte da in der Form empathisch. Mhm. Ja, da geht es dann auch im sozusagen Kontakt mit dem anderen Geschlecht oder dem gleichen, aber dann halt um Sexualität im Dialog. Ja? Mhm. So, wenn der Vater erzählt, so habe ich das gemacht. Ja. Das hat bei mir funktioniert. Also all die klassischen Sachen von Mentorenschaft und eben Weitergabe von Wissen, ja. dann empfehle ich das sehr. Ja. Mhm. Gleich mit hinten dran schicken ist, für mich funktioniert dann das Aufwachsen eines Kindes und jetzt bleiben wir mal bei den Jungen, eines Jungen, vor allem dann auch so, dass der Vater ihn nach der Mutter sozusagen bei der Hand nimmt, ja, mhm. in Richtung Erwachsenleben als männlicher Mensch. Mhm. Bei der Hand nimmt, hoffentlich auch sein ganzes Leben lang da ist, aber mhm. dass es auch sowas ist wie ihn hinüberbringen in die Welt der Erwachsenen, mhm. in dem Fall der Männer. Mhm. Ja.
Und da ist es ja dann häufig so, das kennt man jetzt wiederum auch so aus so Männlichkeitsmythen, wo dann eben nach dem Vater der Mentor kommt, der ihn quasi abholt und mit rüberbringt in die Welt der Männer. Also, genau. Also auch diese Mentoren können jetzt auf dem im Punkto Sexualität diejenigen sein, die dann vielleicht da ganz viel Wissen vermitteln. Ja? Mhm. Weil gerade vielleicht in unserer Welt es so ist, dass dann auch eine, es gibt ja auch die Abnabelung vom Elternhaus, die erfolgen muss. Da gehört der Vater gewissermaßen mit dazu. Genau. Ja? Also wo wir unser eigenes werden und unsere eigenen Räume. Und da sind dann die Mentoren ganz häufig diejenigen, die dann auch ein bisschen einen Unterschied zum Vater und zur Mutter machen und auch ein bisschen die wilden Männer sind, die einen damit rüberbringen. Also es gibt es ja auch in diesem Männlichkeitsmythos oder in diesem Märchen vom Eisenhans zum Beispiel. Ja? Genau. Und da sehe ich mich sozusagen, also ich bin eigentlich eher der sozusagen, so komme ich mir häufig vor, also dass ich junge, gerade wenn es junge Erwachsene sind, die als Coachee zu mir kommen, dass ich in dieser Rolle bin. Also wo dann das, was Vater und Mutter auch nicht zu leisten imstande waren und auch bestimmte Informationen, man sich von denen nicht holen kann, weil die halt sagen, nee, darüber sprechen wir nicht oder so. Also da kommen ja dann auch so ein bisschen die unsere gesellschaftlichen und jetzt zeitlichen Moralvorstellungen und so weiter mit dazu, vielleicht auch noch Kirche oder sowas, ja. Da bin ich häufig dann derjenige, der dann auch vielleicht mal Informationen weitergeben kann, die im Elternhaus überhaupt nicht zur Verfügung standen. Ja, oder auch in anderen Institutionen der bisherigen Sozialisation. Ja, das war jetzt ein langer Ausflug so und ein langer Bogen, aber ich hoffe, das beantwortet deine Frage auch. Absolut, also ich bin zumindest nachgekommen. und sonst kann man kurz zurückspulen und dann ein bisschen noch was nachhören. Eben, es wird ja aufgezeichnet hier, das ist der Vorteil an Podcasts. Man kann zurückscrollen oder zurückspulen. Ja. Die Mentorenschaft hat natürlich auch den großen Vorteil, dass es nicht der Prophet im eigenen Lande ist. Das heißt, wenn ich als Vater zwar dem Jungen oder auch meiner Tochter natürlich auch vieles weitergebe und ihnen sage und versuche sie auf diese Schiene ist nicht das richtige Wort, aber so ein bisschen das Gedankengut mitzugeben. Und dann sagt der Mentor eigentlich genau dasselbe, vielleicht in zwei, drei anderen Worten, wird das dann zum Teil auch ganz anders wahrgenommen oder eben auch angenommen. Und das ist aber trotzdem, muss ja die fruchtbare Erde auch da sein, dass man das als in der Elternschaft natürlich auch so macht. Absolut. Und ich meine, du kommst jetzt auch, ich habe ja manchmal die Angewohnheit, so ein bisschen poetisch abzuschweifen und Metaphern und alles Mögliche und Bogen zu spannen. Ganz konkret, ja, also das ist auch schön, wenn Eltern das getan haben und dann zu einem gewissen Zeitpunkt auch sagen, so, jetzt ist auch gut, jetzt such dir mal einen Mentor, ja, jetzt mal raus mit dir. Ja? Mhm. Also die dann auch sagen, ja, das ist auch okay, wir geben dich jetzt auch her. Ja. Ja, also das Problem fängt dann immer eher an, wenn Eltern sozusagen nicht adäquat auch die Nabelschnur kappen. Mhm. Und ich meine jetzt nicht die bei der Geburt, sondern die beim Erwachsenenwerden. Genau. Ja, und das hat auch mit unserer jetzt Gesellschaft zu tun, dass die Übergänge nicht mehr so markiert werden. Ja, also ja. Nicht mehr durch, zumindest nicht mehr durch die Familie. Also das geht zwar noch durch, manchmal durch, was weiß ich, Studium und Abiturprüfung oder Führerscheinprüfung oder was auch immer, wo dann Erwachsenwerden noch markiert wird und jetzt kann man andere Sachen machen als vorher. Mhm. Aber dieses, dass es von der Gesellschaft für alle Kinder und Jungen sozusagen bereitgestellt wird und dass auch die Familien sagen, so, da kommt jetzt dieser Punkt, wo wir die Nabelschnur kappen, wo du erwachsen bist, wo du allein für dich verantwortlich bist und all diese ganzen Geschichten, die passen, das passiert ja nicht mehr. Ja, also so, dass wir heute dann so halbpubertäre Zustände dann häufig finden. Der Klassiker ist irgendwie noch nicht so von zu Hause ausgezogen, schon noch im Studium und schon vielleicht über 20 oder sowas und lässt sich halt als Junge jetzt, also ein junger Mann, lässt sich halt von Mama noch schnell die Mäsche mitwaschen, weil die Mama halt gerne macht und das auch ganz schön convenient ist und halt, ja, die Miete, da spare ich mir Miete und das ist doch okay so. Naja,
pragmatisch gesehen ist es okay, so was Initiation und eine klare Markierung des Erwachsenenlebens angeht, ist es eine Katastrophe. Ne? Absolut. Weil man halt nicht erwachsen werden muss. Ja? Und wir auch eine Gesellschaftsform haben, die halt sehr viel mit Bequemlichkeit mittlerweile zu tun hat, wo wir alles sozusagen uns bestellen können, als es schon irgendwie vorbereitet ist, wir es über eine App uns holen können, wo alles ganz, ganz schnell geht. Ja, also jetzt sofort, also ich drücke auf den Knopf und dann ist es auch schon da. Das ist ja Infantilität. Das ist ja, ich habe Hunger, da ist auch schon die Zitze. Genau. Ja, also das ist also von der Programmierung alles eine Katastrophe. Ja. Was da zum Teil, wenn es unreflektiert ist, passiert. Genau. Ja. Wenn es reflektiert ist und man Bewusstsein hat, kann man sagen, okay, das ist jetzt Convenience, das ist cool, ich mache es mir heute mal schön, drücke auf den Knopf und dann bringt mir Lieferando mein Essen. Mhm. Ja. Aber wenn man nicht mitkriegt, dass das im Grunde nur eine sozusagen Sofortbefriedigungsinfantilität auch ist auf einer gewissen Ebene. Also wenn man es eben nicht reflektiert und nicht ins Bewusstsein holt, dann kann das auch einen zu einem Dauerpubertären Wesen machen in unserer Welt. Ja. Und wenn die Eltern auch schon halb so aufgewachsen sind und halt sagen, ja, ich wasche dir dein Zeug noch mit und komme ruhig runter, ich nach der Uni, ich koche noch für dich und so, dann kann es voll nach hinten losgehen. Denn wie soll denn dieser junge Mensch es dann können, wenn er dann denn vielleicht hinausgeht, was dann häufig bei uns so aussieht wie jetzt aus Männersicht betrachtet, der hat dann eine Freundin heiratet und soll da jetzt irgendwo einziehen. Wenn die Eltern dann nicht sozusagen dahinter waren und er selber auch nicht, wo soll er das bitte gelernt haben? Genau. Das sind so die, für sich selbst zu sorgen, für eine Familie vielleicht dann auch, wenn der Zeitpunkt kommt, auch für Frau und Kinder. Genau, und das ist aber dann kommt dann genau der Punkt, wo es darum geht, auch lernen, Rahmen zu halten, auch wenn es schwierig ist oder unbequem ist oder gewisse Dinge passieren, die man so gar nicht haben wollte, aber trotzdem sagt, okay, ich bin dafür verantwortlich, dass der Rahmen gehalten wird. Und das sind dann also die Punkte, wo man genau in dieser Zeit dann auch lernt. So die sogenannte Vision. Richtig. Oder sage ich dem auch immer wieder gerne, dass man so irgendwo zwischen 16 und 18 Jahren, vielleicht auch 20 Mal eine Art Visionsreise mal macht, um zu wissen, wohin gehe ich dann eigentlich. Sehr schön. Also auch bei Visionsreise, da kann ja zum Beispiel auch dazugehören, ich gehe jetzt mal allein hinaus in die Welt. Ich mache eine Reise oder jetzt bei einer, wenn man so will, in der heutigen Zeit klassischen Vision Quest, man geht ein paar Tage allein in den Wald und so weiter, fastet, meditiert und so Geschichten. Aber das machen ja viele jetzt nicht. Ja? Aber schon allein, also das ist ganz wunderbar, wenn das geschieht. Also du sprichst jetzt von modernen Versionen von dem, was die Gesellschaft nicht mehr zur Verfügung stellt. Mhm. Ja? Häufig geht es dabei auch um, wenn man so will, Prüfungen in dem Sinne, dass man mal übt, wie es ist, wenn es so wäre. Mhm. Ja, also gerade auch dieses, ich gehe jetzt mal in den Wald und faste zwei Tage oder sowas. Ja. Also allein dieses, es gibt kein Essen mal auszuprobieren und so weiter. Das kann sehr, sehr hilfreich sein, weil wenn andere Sachen, die vielleicht irgendwann im Leben mal kommen und irgendwas kommt immer, ja, es gibt immer was einen, wo das Leben einen um die Ohren haut, wie ich immer sage. Ja, da wird es mal einen Todesfall geben, da wird es mal vielleicht Täler geben und so weiter. Mhm. Ja, um darauf vorbereitet zu sein. Ja, das kann eben dieses, ich kann es auch anders, wenn es mal nicht bequem ist und so weiter. Aber das muss man halt üben. Wenn man es nicht übt, wird man es nie, kann man es auch nicht können. Ja. Absolut. Und diese Art von, ich sag mal, Übungen oder auch bewussten sich Dingen aussetzen, ja, tut genau das, weil in dem Moment passiert ein bisschen das, was vielleicht im Idealfall schon in Kindheit und Jugend oder so passiert ist. Man probiert es mal aus, unter Bedingungen, die safe sind. Genau. Und da kann man es auch dann, wenn sie vielleicht spontan als Notfall kommen, im Leben. Ich mache jetzt mal einen krassen Switch auch ein bisschen so, hat auch mit Vision etc. auch so zu tun.
Weil wir sind da ein bisschen schon, geht langsam gegen Ende der Zeit. Aber was natürlich für mich immer essentiell ist, bei einem grundsätzlich bei einem Interviewpartner, wenn es sich die Gelegenheit dazu gibt, da nehme ich jetzt mir gerade diese Gelegenheit, und zwar Mannsein, Sexualität und mit der Sexualität nach außen gehen, beziehungsweise flirten etc. Was ist da so dein Aufhänger insgesamt, wie die Männer nach außen mit ihrer Sexualität umgehen sollen? Stichwort zum Beispiel Gefahr, MeToo etc. Ja, versuche ich jetzt mal irgendwie ein Kondensat zu finden, wenn du sagst, die Zeit wird knapp, ja, also weil da kann man ja stundenlang drüber sprechen. Aber ja, also da, wir können schon da ansetzen, wo wir gerade waren, auch in Sachen Umgehen lernen, Vaterschaft, vom Vater lernen und von den Mentoren und so. Mhm. Im Idealfall passiert das alles über diese männlichen Vorbilder bei Jungen, so dass sie gelernt haben, wie sie sozusagen mit ihrem Schwanz umgehen können. Mhm. Sowohl lustvoll als auch, was vielleicht nicht so hilfreich ist, gerade um vielleicht übergriffig zu werden. Da sind wir dann bei so Reaktionen aus der Welt wie MeToo. Ja? Mhm. Was ich insofern begrüße, weil es ein Sozialabgleich ist, der uns insofern aufweckt und sagt, okay, was ist da vielleicht, was es noch zu lernen gibt? Ja? Ja. Was hat es mit mir zu tun, was in diesen Fällen, die dann medial abgebildet sind? Ja? Und es kann auch sein, dass es überhaupt nichts mit mir zu tun hat, aber da mal dieses, okay, da gibt es etwas, wo andere Männer nicht adäquat mit ihrer Sexualität umgehen gelernt haben. Mhm. Ja? Und da hat man mal diesen Grobüberblick zu dem, was ich vorhin gesagt habe, wie wichtig männliche Mentorenschaft ist, damit gesunde Maskulinität und gesunde Sexualität bei Männern gelebt werden kann. Mhm. Auch im Umgang mit Frauen natürlich. Mhm. Und das als Grundstock zu nehmen, auch fürs Flirten, ja, wo es lustvoll und verspielt ist, weil ich habe das geübt, ich habe gespielt, ich habe probiert, ich habe ich hab schon als Kind gerangelt und habe Sozialabgleich bekommen, was wo gut ist und wo man weitermacht und wo auch nicht. Das sind, das sind ja sozusagen universelle, einsetzbare so innere Navigationssysteme, wo man so mitkriegt, ja, das ist gut und das ist nicht mehr gut. Ja? Mhm. Und das geht dann in alle Lebensbereiche rein, ob ich übergriffig bin oder nicht. Ja. Und was vielleicht für eine Art von Spiel ist und was tatsächlich halt dann ungewollter Übergriff ist. Ja. So, also es gibt ja auch sozusagen gewollten Übergriffe, es gibt ja auch Rollenspiele, ja, wo eben Nein, Ja bedeutet, aber das muss man halt vorher absprechen. Genau, aber das sind eben diese gewollten. Ja? Ja, richtig. Also das sind halt diese ganzen, das ist sozusagen diese ganzen Zwischentöne, ja, die man nicht mit irgendeiner pauschalen Aussage oder mit einem Gesetz wirklich regeln wird, jemals. Ja, oder mit einem Vertrag oder sonst irgendwas. Das wird nicht gehen, sondern da wird es immer noch menschliche Werte und menschliche Situation, Sozialisation bedürfen, die einem das beibringt, wo man ein Gefühl für Dinge entwickelt, damit Dinge richtig laufen. Das heißt nicht, dass nie Fehler passieren wird, aber man wird, wenn man übt und sich mit diesem Bewusstsein darin übt, dass das gut ist, das so in der Form sich anzueignen, viel, viel, viel weiter kommen als immer mit so, wenn man so will, roboterhaften Pauschalaussagen oder dann vielleicht noch Gesetzen, die Sexualität per Vertrag oder jeden sexuellen Kontakt per Vertrag regeln, was ja zum Teil schon diskutiert wird, ja, und wo meines Erachtens sollte das in irgendeiner Form dazu kommen, nur nach hinten losgehen kann, ja, weil man eben Sexualität, ja, da gehört sich ganz, ganz, ganz viel ein hineinfühlen können und so weiter mit dazu, damit es damit diese Verschmelzung auf Augenhöhe passiert. Ja. Genau. Und jetzt zurück zum Flirten, ja. Eben damit, also mit einer Spielfreude und Empathie ranzugehen, ja, halte ich für ganz, ganz essentiell. Und der Selbstkenntnis, wer bin denn ich und was ist denn da eigentlich alles bei mir?
Ja, also ich gebe einen Workshop, der heißt Cosmic Sex, da geht es vor allem darum, der ist nur unter Männern, ja, obwohl es um Sex geht und sozusagen wir uns mit Sex beschäftigen, ohne Sex zu haben, da ja nur Männer da sind in dem Fall und selbst und die meisten Teilnehmer ja auf Frauen stehen und insofern das dann schon allein dadurch brüderlich ist, ja, also man im männlichen Raum Dinge lernt über sich selbst. Mhm. Über seinen Körper, also da sind wir auch wieder bei, was kann einem der Vater beibringen über den eigenen Körper? Also in einem familiär-brüderlichen Raum bestimmte Dinge zu lernen. Ja. Ja. Und dieses Geh als Mann unter Männer, um über deinen eigenen Körper zu lernen, ist das Grundprinzip davon. Und dort kannst du lernen, auch wie man umgeht und was man sozusagen mit seinem Schwanz macht oder mit seinen Händen. Ja, wie hast denn du das gemacht beim Flirten? Wie hast denn du das gemacht beim Sex? Und so weiter. Wie gehst denn du mit deiner Frau um? Und so weiter. Mhm. Und all das ist quasi der Punkt. Und da kommt diese als Mann unter Männern lernen für mich zuerst, merke ich immer wieder. Ja. Also wenn männliche Mentoren auch auf der Ebene da sind, die einem das beibringen und dann auch in der Selbstpraxis als Mann, ja, ich mitkriege, was kann mein Körper eigentlich alles? Mhm. Was macht denn mein Schwanz alles? Und es ist eben nicht nur sich auf dem Porno einen runterholen, sage ich mal, ja, sondern was ist mein ganzer Körper auch als erotisches Organ? Ja? Ja. Und wenn ich das zu mir hole, dann praktiziere ich auch Selbstliebe. Wenn ich das zu mir hole, dann weiß ich auch, wo ich bin und bin selbstsicher und habe Selbstvertrauen und so Sachen. Und mit diesem Skillset an Selbstkenntnis, Selbstliebe, Selbstvertrauen, Sicherheit, Gelassenheit mit sich selber, passiert Flirten von alleine, das wissen wir beide. Ja? Genau. Das ist, da ich sage immer, da kommen die Frauen von ganz alleine. Ja? Genau, so, weil eine gewisse Art von Unabhängigkeit dann ausgestrahlt wird, aber trotzdem ein sexuelles Wesen dasteht. Unabhängigkeit, noch ein ganz wichtiges Wort, danke. Genau. Genau. Ja. Genau so ist es. Das ist klasse. Ja, diese Stunde ist schon quasi vorbei. Also nicht quasi, die ist vorbei. wir könnten also den ganzen Morgen noch bis Mittagszeit noch weitermachen, so wie das wir da gerade so im Flow sind. Und ich danke dir ganz vielmals. Und ich möchte einfach jetzt hier nochmals an alle Männer, die hier noch zuhören, einfach noch hinzuschieben. Wir haben jetzt hier einfach den Sohnemann hauptsächlich besprochen. Und natürlich hat das mit der Tochter auch sehr, sehr viel gemeinsam, wenn man da entsprechend mit Präsenz und Herz dabei ist. Ja, John, wie kann man dich erreichen? Ich bin sehr leicht zu erreichen aufgrund des Internets. Also alle, die Interesse haben, mehr über mich zu erfahren, können mich googeln, da werden sie Dinge finden. Und das war es im Grunde schon. Ich bin sehr, sehr leicht zu erreichen. Und viele Männer tun das. Ich mache sehr, sehr wenig Werbung aus genau diesem Grund. Also ich bin leicht zu finden und alle, die es interessiert, suchen mich dann schon. Genau. Und ja, da gibt es grundsätzlich gar nichts mehr weit zu sagen. Eben Facebook, Google, was auch immer mehr, findet den John immer irgendwie. Ja, hast du etwas, was du den Männern noch mitgeben möchtest als letzten Begleitsatz? Ja, das ist vielleicht so eine kleine Essenz aus dem, worüber wir gesprochen haben. Ich empfehle Männern, werde als Mann ganz Mensch. Werde als Mann ganz Mensch. Sehr schöner Satz. Ganz schöner Satz. Sehr vielschichtig und auch klar und deutlich. Super. Danke dir, John. Ja, liebe Zuhörer. Ich danke dir. Sehr gerne. Liebe Zuhörer, ich danke dir, dass du dieses Interview auch komplett fertig gehört hast. Hat sehr viele Informationen drin, wie man Mann wird, welche Schatten- und Lichtspiele da dabei sind, wie man die Sexualität dem Sohn weitergegeben kann, sie auch die Mechanismen auch wiedergegeben wurden von John. Like oder mach eine Rezension in iTunes, Spotify oder wo du auch immer diesen Podcast hörst.
empfehle diesen Podcast weiter, weil umso mehr Männer so ein Intro hören, umso mehr kann die Männlichkeit in der heutigen Gesellschaft wachsen, um wieder mehr die Weiblichkeit auch leben zu lassen, nicht nur für die Frauen, sondern auch für uns selbst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen vielen schönen Tag, also vielen schönen Tag, das ist ein lustiges Deutsch jetzt gerade, Schweizerdeutsch vermischt sich da jetzt gerade ein bisschen, aber ich wünsche dir einen schönen Tag, genieße es, empfehle den Podcast weiter und ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss. Ja, das war jetzt der Schluss mit dem dritten Teil von diesem Interview. Ich hoffe, es hat dir sehr gut gefallen, denn mir macht es extrem viel Spaß, Interviews mit solchen tollen Menschen zu führen. Auf www.neandertaler-talk.com findest du noch weitere Informationen. Abonniere doch gleich diesen Kanal, damit du auch rechtzeitig informiert wirst, sollte eine neue Folge wieder aufgeladen werden. Ich freue mich, dass du auch noch weiterhin dabei bist. Bis bald!